Eternal life for you and me.
277. Christen, Jesus in dir anu. Mochte Frieden genug hier von dir wirklich matt an sein. Und ich will in aller Welkom heute hier von dir den Gottesdienst. Wir haben zusammen Jas, mochte ihn tüßig fallen hier. Und ich speise ich hier in verschiedene Säule. Und ich habe nie viel zu den Stück nicht Raum. Ich glaube, sie sind die Fäse noch hier was, weil ich weiß hier nicht.
Hallo, jeden Fall, grüß dich. Freue mich, jeden Fall, mit uns zu sein. Und vor wieder gehen, weil wir die Bekanntmerkungen übergehen. Tamara, das war die geplante Fundraiser, du bist in Linda Vista Park. Das war der Henry Mortis. Wir haben ein kleines Baby, der hat eine Operation, wo der Anteil kaufen mit 53.000 Dollar gekostet. Das war die Fundraiser für Han und nächstes Jahr ist die Pater Jentasch. Der Mann hat mit Heart Trouble. Sie wollen sagen, dass sie mit Doktor und haben nicht Geld. So, sie planen da eigentlich als ein doppelter Fundraiser. Du warst in zwei Städten, die Gelegenheit sein, was nennt er dann für Henry Mortis, auch für Pater Jentasch. So, okay, du dann du nennen, aber so viel nennen, als sie dann wählen. Und der Account von Janik Schweig, der hat sich dort, der sich dort in Kämmeren. Montag, der Anleitung bei der Schule von Bruder Peter Weichnalsen. Und so ist der Schulbord in Lehrerschmieding. Und sind uns zum Morgen gebetschten. Und wir hängen sind die Bücher zum Angeben für die Wapika Bibelschule. So sie dann uns noch weiter anladen, für die Bibelschule zu kommen in Wapika. So irgendwie interessiert uns, mit mir schädig aus, das Antwort Bücher, dort weil ich irgendwo mitnehmen und bekickt hat. Die Kirchenreihen merken für Februar Monat, das von Isaac K. Bergen, Ernie Kernelsen, Willi Hora, Darren Bergen. Wir haben heute getagt, dass wir sollen nach der Lauter Taschen sein, so das von Darren Bergen, Aaron Fair, Annie Fair, Emily Brown, Kara Knalsen und Annie Bergen. So jene Gelegenheit, das Kirchengebiet reinzuholen in Februar Monat. So ein wichtiger Part von den Gottesdienst. Für nächste Sonntag der Anleitung von Johann R. Lattimann in der Botschaft aus hier nun Walter Knelsen, aber ich glaube, du wirst ja bald nächste Sonntag die Botschaft bringen. So ich wünsche auch noch die Freude hier zu tun. Fehlt noch ein Satzwort zu sagen. Okay, Jugendsonntag wird eine Sonntag vorab getragen, so das wird auch nächste Sonntag. Was Jugend sind das denn? Ja, ich denke, ich habe hier irgendwo durchgelogen. Ich weiß nicht, was ich habe. Ja, Jugendabend. Die Jugend sind angelogen von der CUS, war hier bei der Kirche. Ich habe so viel Stunden dort. Das sind Wortworte, weil ich habe dort vorher mit Bicker geteilt. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, wenn ihr dort down. Dort bin ich freilich vorhin und der war hier geblieben, weil wir uns spornen, weil wir uns hier taub trafen. Und wo wir uns wollen, wird von uns erholen, als von den Kosten, was Gott hat gekostet hat, uns zu erlösen, in unsere Kosten am Nutzen folgen. Lutchen zu deren Tag, weil ich mitnehmen, dann wollen wir uns das aus und werden uns erholen von dort, von den Kosten. Gut, nun ich mal erst, weil wir immer gehen zu der Botschaft. Gott hat uns nach Wahrheit noch eine Gelegenheit gegeben, dass wir können, hier ist der Taub kommen, und an seinen Worten anzukehren, und was zu lernen. Und erstens, ein kleines eine wahre Erholung von der Feierbotschaft, die ich höre, rede ich von frei vom Gesatz, und aber nicht frei von Verantwortung. Und du, Jan, ich würde ein Klimatchen noch eine Wiederholung haben von dort in Galater 5, aber uns tun, was sie lesen. Und dann wieder, weil ich von den drei Dingen reden, wo ich letztes Mal von reden darf, von der Obrigkeit, von den Älteren und von Gemeinde. Also ich sage, dort, wir sind frei von Gesatz, das ist ein in Galater. Aber doch, als du in der Obrigkeit, wo du Regeln hast, und du seinen Älteren, wo du hast, und du seine Gemeinde, wo du hast, wo du wie du in ja schaffen, wo können wir unser Leben dort, wir können im Segen leben. Galater Kapitel 4, Vers 13, Vers 18. Wir sagten, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht rumgebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
So ihr euch aber untereinander beißet und fraßet, so sehet zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Dasselben sind wieder einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wir müssen sagen, abholen. Wir sind berufen für eine Freiheit, anstatt uns anspornen. Wir sind berufen für eine Freiheit. Aber du hast ein Denk, 14 Jahre abgenannt, wo wir für Wacker sollen sein, und dort aus, dass wir an der Freiheit nicht wollen, unsere Last Rühm geben. Wir sind völlig frei von der Sklaverei zu sein. Wir sind ganz frei, für Gott zu leben. Aber das 14 Jahre sagt, dass Jeff hat unsere 14 Abruf ab. So, wir sind nicht frei von Verantwortungen. Und wenn wir nicht übereinstimmen, dann auf was Dinge, und wir rübeln uns gleich mehr traurig, aber was wir tun sollen, dass wir uns nicht anbringen, oder dass wir nicht ans Stuhl bringen, dann einer dem anderen. Und hey, sag ich, wohnt am Jess. Dann wollt ihr den Loss von dem Fleisch nicht vollbringen. Und der 18er Fall sag ich, wenn ihr den Jess regieren werdet, dann seid ihr nicht wie im Gesetz. So, was wollen wir dann bitte tun, als uns einfach vom Jesus Gottes regieren lassen, im Neuen Testament nur, die Verantwortung, die wir dabei haben, drei Uhr zu leben, dann sind wir ganz frei in Gott seine Freiheit. Und wir können ein gesegnetes Leben haben. Wieder nun, und jedoch, wir sind frei vom Gesetz, und wir sind, du hast aber in der Obrigkeit, du hast an die Älteren, du hast an die Gemeinde und so weiter, du unien, du hast an Dinge, was wir sollen tun, was wir nicht sollen tun. Und wenn ich mit Wahl rüthäben, als die Verantwortung von der Treu, mir jaft dort ein wertvolles Bild, ob der Irrn, als das ich glatt soll, sehe, Gott als ein drei einiger Gott, er hat den Mensch an drei Pots, wo der Geist, Seele und Leib ist, und dann hat er, je nach die Älteren, Gemeinde, in Obrigkeit, wo unien, Menschen leben dann. Und ein Ding, was diese alle drei geben dann, ist Schutz oder Sicherheit. Die Älteren beschützen ihre Kinder. Die geben ihre Kinder eine Sicherheit. Die Kinder sollen eine Sicherheit gegeben werden. Die Gemeinde ist nur, die Menschen zu bewahren, Menschen zu beschützen, Menschen eine Sicherheit zu bieten. In der Obrigkeit als auch du, um dem Mensch eine Sicherheit bieten. Das ist ein Ding, was diese alle drei haben. Und ein Ding, was wir waren klar haben, wenn wir hier mit zu durchkommen, ist, was ist das Hauptziel? Wir vielleicht denken haben, okay, wohnt das nicht über das andere? Wohnt das nicht das Wichtigste von diesen drei? Ich will nicht nummerieren. Ich kann nicht sagen, wo ich die will nummerieren, weil ich glaube, die brauchen sich untereinander. Aber was ich will sagen, ist, ein Ziel ist im Himmel. Das himmlische Ziel ist Nummer eins. Jesus Christus ist das Haupt für die Gemeinde. Jesus ist das Haupt für alles, was er geschaffen ist, und es zahlt den anderen die Obrigkeit auch ab. Jesus ist das Haupt, und dort ist, was ein Ziel ist. Und dort werden wir nicht von Auflenken looten, nicht von Älteren, nicht von Gemeinde und nicht von Obrigkeit. Okay, erstens, wenn wir das Klima bekehren von den Älteren. Älteren ist dort, wo der Grund gelegt wird, wo das Fundament gebaut wird. Als wo die Kinder geboren wurden, wo der Charakter geformt wird, wo auch viele Entscheidungen gemerkt wurden. Und wir als Väter haben eine sehr große Verantwortung, weil wir in 5. Mose saßen im Klima bekehren. Das ist in der Ölletit geschrieben, aber ich sage dir das gästliche Bild gebannt. Entschuldige, ich habe ein kleines Strich auf Holz. 5. Mose Kapitel 6, Vers 20, wenn wir es den Vers lesen, du sagst dort: Wenn dich nun dein Sohn heute oder morgen fragen wird und sagen, was sind das für Zeugnisse, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? Und dann sagt er, so sollst du deinen Sohn sagen,
Wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand, und der Herr tat große und böse Zeichen und Wunder an Ägypten und Pharao und allem seinen Hause vor unseren Augen, und führte uns von dannen, auf dass er uns einführte und gebe uns das Land, das er unseren Vätern geschworen hat. So, das sagt hier, wann die von dir dien sehen, dien kennt, in unserer wir, die von dir oder morgen frauen wird, wo kommt er, dass die hier sind, oder warum die jetzt so, oder so, oder was hat Gott in Wirklichkeit gesagt, was wir sagen, da und so wieder. Dann hast du die Verantwortung als Führer, und ich denke, dass mit dir, dienen sehen, dien kennt dort hier sei. Dann sei denn dort. Und so hier sei wie, dass hier wird in Ägypten Land, aber dass die Bibel dort ans dort einmal wahre durchstahlen, dort dort wird ein Bild, ab das jährliche Leben von dir. Wir würden von dir können sein, wir können unsere Kinder von dir sein, wie wir in Ostgloven in Ägypten Land, und das sündliche Leben. Wie wir in Rengons für Sklov, unter dem Pharao, wo ihr uns in der Eiker unter dem Feind. Wie wir in Forstes Gloven tun, aber Gott hat uns, als uns Gott gewas, er hat durch seine Marke Hand, hat er uns zurückgeraucht. Er schickt sie ihn sehen, durch seine Marke Hand hat er uns in Ägyptenland zurückgeführt, und von dir können wir ein sicheres Leben leben. Dort ist uns als Vater, er hat aufgerufen, an die Kinder dort zu sein. Da wird ganz interessant in diesem ganzen Kapitel, wenn wir hier so von Anfang an den Kapitel anfangen, da habt ihr gesagt, jetzt sind die Gesetze und die Gebote und die Rechte, was der Herr Gott geboten hat, was wir lernen sollen und tun sollen. Und das Land, wo wir hinein gehen und so weiter. Dann in Vers 2 sagt, Heere Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott, und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, und sollst sie deinen Kindern anschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal für deinen Augen sein. Und sollst sie über dein Hausesposten schreiben und an die Türen. So, hier redet hier von Dezern Vera, was wir sollen zu Horten nehmen und wir sollen unsere Kinder dort anschauen. Und dort ist, was der Herr für uns zu tun hat. Mit seiner Marke Hand hat er uns in den Sklavendienst rückgeführt. Er hat uns früh gemerkt von uns das Gesetz der Sünde. Er hat uns früh gemerkt, seine Freiheit beraubt. Und wir sollen es der Ammerware ohne erinnern. Es wird interessant sein, hier noch wieder. Aber wir wollen wegen Titel nicht das alle lesen. Vers 13 sage ich, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihn dienen und bei seinen Namen schwören und sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, der Fälscher, die um euch sind. So ein zweiter Motto sprechen, der Gott allein, als wenn wir fürchten sollen, er ist Nummer 1, er will nicht unter Hand vergetragen. Und dann Psalm 78, ein paar Vers, von Vers 1, bei der Feier sagt, eine Unterweisung Asaps, höre mein Volk, mein Gesetz, neige eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu sprechen und alte Geschichten aussprechen, die wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, dass wir es nicht verhalten sollten ihren Kindern, die hernachkommen und verkündigten den Ruhm des Herrn und seine Macht und Wunder, die er getan hat. So, der hat hier auch. Ich sage, ich will mit Milo und Mjangen, ich will gehen, Spreche sein in Geschichten vertan. Und er hat anspornen, dass wir unsere Ohren waren, durch die Hand rennen und wir waren in der Horchen. In Heidet Krieg von Reden, dort wir unsere Kinder dort anschauen, dann da, wo du von Pferd passiert ist, dort wir dort verkündigen, dann, der dort sein, der dort Matt geben. So, dort ist uns als Führer ihre Verantwortung,
Und sie können ja dort warten zu tun für den Weg zum Himmel. Der nächste war mit wieder drei noch Sprüche. Sprüche Kapitel 19, Vers 18. Züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass deine Seele nicht bewegt werden, ihn zu töten. So dort hast du auch ans Futterschere abgehoben. Und dort wir an sich hängen strufen wollen, aber doch mit der Verantwortung, dort wir uns nicht wollen, ab eins bewegen luten. Dort wir im Euer wollen, oder wir wollen die nächste an ihren Tote schlungen. Aber wir sollen strufen, solange du eine Hupnung hast. Entschuldige. So, solange du Hut nicht hast, soll du so wie Strufen, Ermunen und erstens der Zeit, nicht? Und dann, aber der uns nicht bloß an Älteren reden, der hofft die Kinder, und ich verstehe so, dass die Jugend auch was zu sagen, weil wir entsprechend saß wurden, Blädern. Sprüche saß, Vers 20. Mein Kind, bewahre die Gebote von den Führer und lud nicht los von dir, von dort, was deine Mama dir gesagt hat. So hat der Mutter sprechen, das Kind. Die Mutter schiert nicht an, wo das soll. Okay, und erst hier wir von den Anfang der Rede von, dass der Führer soll sich die Denkmals anbringen, aber oben wie die Bude der und verschiedenste, ja. Tim, dort, der wird an denken. Und hier in Vers 21 sagt er, binde sie zusammen auf dein Herz, alle Wege, und hänge sie an deinen Hals, wenn du jetzt dass sie dich leiten, wenn du dich liest, dass sie dich bewahren, wenn du aufwachst, dass sie zu dir sprechen. Sorry, ich nehme an, der dritte Dollar zur Jugend. Und wo am Messer wird wiederkommen, wo dann möchte ich das läuft, ich lebe das dritte für die Jugend. Wenn kleine Kinder wurden nach Quechse, wie 10, dort sind das für ein Kandonig, und das haben wir aber undenken. Dort wir dort waren, annehmen, was unsere Eltern uns gesagt haben, und dort wir dort, du hab auch ein Dorn. Dann sage ich, das Vers 23, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ein Licht und die Strafe der Sucht ist ein Weg des Lebens. So, die Dinge, und wir denken vielleicht manchmal so, unsere Eltern haben vielleicht viele Regeln, oder viele Dinge, was wir nicht sagen tun, oder was wir so sagen tun, aber das sage ich hier dort als ein Licht für unseren Weg. Denn das Tim, zum Wort, Vers 22, sage ich, auf dass du bewahrt werdest, vor dem bösen Weibei, vor der glatten Zunge der Fremden. Und lass dich ihre Scheune nicht gelüsten in deinen Herzen und verfange dich nicht an ihre Augenlinder. So, dass der hier Motor sprechen, dort wie du ab Aachen tun, Tim, dort wie bewahrt worden. Sie die Eltern sind dort, um einen Schutz zu geben für die Kinder. Und Jesus sagt, für die Kinder dort, du ab Aachen, Tim, dass die was beschützt bleibt. In Gedanken war ich im Kibbes vor. Ich bin auch Jugend gewesen. Und ich bin in der Futter, ich bin auch alle. Aber in der Jugendzeit, ich bin so, und ich habe mal von so gehört, du kommst die Menschen bei dem Punkt, wo die dort läuft, dass die so klug ist. Und dann kam der darauf an, dass ich der Bruder nicht so klug ist. Ich weiß noch, als ich in der Jugend war, dann wie du nach der Kronz Junges, und dann kam der Pastor vorbei und sagte, dass hier sind die Männer, die wollten, wo die Martina abgetragen. Und dann dachte ich, die Leute, dann werde ich nun. Und dann fange ich dort bei mir, wenn ein Glied ihre Kinder in der Kirche geraten, und dann dachte ich bei mir, krieg, was ich muss tun. Dort würde ich abhören, oder würde ich hoffen, oder anders wäre es.
Nu wat ik gestald ken je haar, nu vet me zijn die woorden te krijgen, maar gewoon zo krijg wat ik zal doen. Maar ja, denk je aan, dat aan die tijd kon zijn dat je wat met hem zou vallen, dat je wat in een schofbeerde als zijn voerder weet, als zijn grofvoerder. Maar dit zegt de Bijbel, dat we zullen de abdot achten en waar we dat waarnemen. In een vers ter jugend, in Matthäus, kapitel 15, du und Vers 4, hängst du hier lesen. Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, wer aber Vater und Mutter flucht, der soll das Todes sterben. Aber ihr lehret, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, es ist Gott gegeben, was dir sollte von mir zu Nutz kommen, der tut wohl. Damit geschieht es, dass niemand hinfort seinen Vater oder seine Mutter ehret, und also habt ihr Gott das Gebot aufgehoben, im euren Aufsätze willen. Hier dort ans Mutter sprechen, in der besonders Jugend, dort die, solange sie in den Älteren sind, dort die verehren schaffen. Ich lasse ein Schreiben, der ist ein Oler Schreiben, dort sage ich, dort rede von, dort Janet Hiet, die Pharisäer, die haben dort mit so, wann du auf einmal ein Jugendlicher ankommst, wir drei sind in den Älteren, wir sind nicht mündig. Und ihr seht, ich will dir einen Tempel geben. Dann nehmen sie das dort an. Okay, wenn dir etwas einen Tempel geben, das will ich aus den Älteren. Und dann auf die Älteren, dort sei er neugierig, wenn der einen empfehlen wird oder nicht. Und Jesus sagt, das stimmt nicht. Die Bibel sagt, dass sie aus den Älteren gehorchen, dass sie den Älteren respektieren und ehren. Und wenn du noch mit den Älteren bist, dann bist du zu tun, dann sollst du tun, was die Älteren zu dir sagen dann. Und dort würde ich auch bloß von Mutter sprechen, weil wir daran denken, wenn wir nach der Verantwortung oder noch nicht mündig sind, dort wir dann respektieren kann, dann wird es eng, das expiriert nicht, aber für ihn zu schaffen. In der Kenia, dort ist ein bekannter Fall, in der Pfizer saß, würde ich davon reden, dass dort Kinder sollen eher der Älteren gehorchen, eher der Älteren gehorsam sein. Epheser, Kapitel 6, Vers 1, Vers 4. Sagt, die Kinder sind gehorsam den Älteren und dem Herrn, und dort ist reich. Denn was dir dort scheint geht, in die lang lebst, aber ihr. Und dann redet auch noch weiter mit der Furasch, sagt, und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Sucht und Vermahnung zum Herrn. So, Kenya, geht Ihnen dort schein, wenn Ihnen Eltern gehorchen tun? Weil ich mit meinen Jungen rede, wenn ich nicht horchen will, dass es einem gleich schöner geht, wenn ich horche, dann steht es einmal tau. Das geht dann schöner. Und das ist dann sieben der Bibel, der geht uns eine Versprechung ab dort, wenn wir Eltern gehorchen tun. So, dass das ein wertvoller Ding, und wenn der so ütgelegt wird, was die Bibel davon reden wird, dann kann es in Harmonie eine gesehene Familie sein. Und wieder waren wir in Klimaschen und dort Part von Gemeinde, wo wir jemanden mit abspielen. wenn wir reden von Gemeinde ist der Körper Christi, wo Jesus das Haupt ist. Ich will hier nicht so an Details nennen gehen, ich will bloß einmal mit dem großen Bild durchstellen. Was ist die Verantwortung für eine Gemeinde? Oder was darf ich durchstellen, wenn du eine Gemeinde Christi ist? Oder was soll ich durchstellen? Nummer eins, die Gemeinde soll Gott verherrlichen. Jetzt sagt es die Brüder Christi, nicht? Was der Brüder saß aus Erbrügung, sich mir am Freien und er. Wenn man ein bisschen über ein Team denken, ein Teil von denen hat ein Brüderlied gewaß, ein Teil von denen hat ein Brüderlied gehört und ein Teil von denen hat ein Brüderlied gehört. Wenn du nicht ein Brüder hast und der wacht, wenn der Lied nur in Brüderlied wird kommen. Wenn saß wir dann irgendwo haben, der soll nach alle hohen anderen tun, wo die vielleicht auf einem Buchhörner mit Gries waren, wo die Brüder tun.
Dat hoor ik wel dan, hè? Wil zeggen wel rein, een stroom, een rood zijn, waar de brug om wat komt. En ze willen niet gries zijn, dat de brug om op eenmaal zit naar voren bij het ontsmeren, of dat wat ze denken, die zal einfach ganz gaan aannemen als een reine brug. En dat wordt het Nieuwe Testament verlieren, dat wat we zullen zijn. En wanneer we dat doen, dan doen we God verherrlichen. So, nummer 1, die Gemeinde ist du, Gott zu verherrlichen. Nächstens habe ich hier Säulenraden. Wie findet der Matthäus 28, du redet von gut rüht und vertaut alle Kreaturen das Evangelium. Bringt die nur euch. Erst reden wir von, dass wir unsere Kinder die sollen anschauen. Aber hier redet von, dass wir das sollen in der Welt tun, denn er dort sei. Die Gäude nur recht zu bringen. Säulen zu erraten, 1. Matthäus 2, Feier redet von, dass Gott will, dass jeder einer, der sollte die Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Warum? Dass er kann gerad sein, ne? Dass er nicht durch verloren geht. So, das ist das nächste Ding von Gemeinde, die Verantwortung, die die Gemeinde hat. Und das nächste redet auch von, zu erholen. Die Worte sind gläubig geworden, zu erholen. Weil in 1. Korinther, und du tun falsch lesen, 1. Korinther Kapitel 9, und du in Vers 22, so Paulus sah in der, er sagt, den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allen Tauben ja etliche selig mache. So, hey, sagt der Schwache, der sich auch schwach anschaut, hey, lässt sich in ihre Leonen, tüm, dass er was gewinnen kann. Und dieser Schwache, ich denke mir, ich muss studieren, und dort ist, das sind aber Gläubige. Das sind Söhne, die gläubig geworden sind, die alle das Evangelium gekriegt haben, aber nach Schwach in Christi sind, hey, der sich raufflut und hey, der end, der Schreck haben, dass sie wissen können, in Tau nehmen, dass sie nicht auf einmal während der Arm kommen, hängen weiß. Wenn das würde nicht stammen, dass ihr wie Port, wenn wir sagen, dass Paulus letztlich, der sich eine gottlose Leon hat, gottlos leben, dann das ein Tee waren, das würde nicht schaffen. So, hey, der sich eine schwache ihre Leon hat, und er stellt sich schwach an. Er stellt sich nicht gottlos an, stellt ihm die gottlose Leon. Das schaffen nicht. Aber er hat sich schwach anstellt für die Schwache, um die erholen. Und das ist dort, wo wir noch mit Maya fangen, wo wir davon reden, dass wir uns alle untereinander ermutigen, uns untereinander Motor sprechen. Und ich weiß, er redet von, wenn wir sein als Bruder fehlen, oder auf einmal, oder dann sollst du, der die gässlich bist, hingehen und den ermutigen, den Motor sprechen, den du von uns reden, den Proben zu schrecken haben. So, das ist ein Abruf, was wir als Gemeinde haben. So, ihr untereinander. So, die Gemeinde ist eine Brut des Herrn, eine Brut des Herrn. Die Gemeinde ist der Körper Christi. Und ein Ding, die Gemeinde soll für die Obrigkeit beten. Der also ganz klar sein. So, dort ist das Hostig mit durchgestellt von Gemeinde. Nächstens, wenn wir noch über den Klimbett dort portbekehren von Obrigkeit, was ist der Abgabe, was soll er, was enthält dort? Wenn wir an Kolosser Kapitel 1, du in Vers 10, du sagst, denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. So, das ist die Obrigkeit. Und die Regierung ist auch durch die geschaffen für Gott. Das ist klar. Das sagt hier klar, das ist für am durchgestellt. Und das ist durch am geschaffen. Und in der zweiten Kapitel, in Vers 10, sage ich, und ihr seid vollkommen in ihm, die ihm, der Richter von Jesus, welcher ist das Haupt aller Fürstentümer in Obrigkeit. So Jesus ist das Haupt über alles. Was ich will sagen, dass ein Ziel ist, nur im Himmel, hei aus der Hob, und du sollst ans Reich nicht dort von aufhören.
En in Titus redet ook van, hij zegt hier Titus, dat door die ermoenen, door die motto spreken, dat zij de Fürsten en de Obrigkeiten waren ungedoen zijn en gehoorzaam zijn te alle goede woorden reid zijn. Dat zij te de goede woorden waren reid zijn. En in Gedanken, in 1. Timotheus, dat lees wie, dat de gemeente zal voor de Obrigkeit beten. En de Titus leert hij door die anderen dat zij de woorden gehoorzaam zijn, dat zij waren de ungedoen zijn, en te de goede woorden reid zijn. Wenn wir nicht kritisieren und wir jammerieren über die Regierung, wir schandieren da über die Regierung, wo passend kostet es uns für die Beden? Oder nächstens warst du dir das Evangelium anbeiden. Und wir hast daher kritisiert über dich. Wo warst du dir das anbeiden? Ich glaube, das sind Gedanken, was wir uns annehmen und entdecken. Wir haben die Verantwortung, die Welt das Evangelium zu bringen und so weiter. Und wenn wir uns darüber kritisieren, dann wo wollen wir das tun? Und wir uns ernter respektlos durch sind, weil wir Römer 3 hier noch mitlesen. Wie gesagt, hat es da ein Klimbett Meier von dort kriegt. Römer 3, hier in erste Satz fort. Er sagt, dass jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott verordnet, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den Bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lohn von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir so gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin, zur Strafe über den, der Böses tut. Darum ist Not, untereinander zu sein, nicht allein in der Strafe willen, sondern auch in das Gewissens willen. So hier der dann zurück anspornen, was wir soll tun wollen. Und das redet die Gemeinde von der Obrigkeit. Jetzt sagt ihr, dass wir die Sachen ungedun sind, die wird gewollt über uns haben. Und die Regierung ist von Gott angesagt. Und wenn wir würden dafür streben, dass die solche Obrigkeit sind, die Regierung soll nicht mehr sein, dann würden wir einfach nur was streben, was Gott angesagt hat, wo wir waren proben zu nichts mehr. Und dort soll nicht so dort sein. Und das hat hier aber ansprechen, dann sage ich dann, die Gewaltigen sind nicht den guten Werken zu fürchten. So dass nicht, wenn wir Gott tun, dass wir uns dafür darf grillen. Der ist eine Saat für die Böse. Für die Macht zu haben über die Böse, um die Kontrolle. Auch war er, um den Schutz zu geben. So erst von Gott hergestellt, um die Kontrolle über die Böse. Und wir dürfen nicht ans Grillen, wenn wir Gott tun, aber wenn wir Böse tun. Und wir sehen, dass hier in 5. Vers sagt, darum ist Not, untertan zu sein, nicht allein in der Strafe willen, sondern auch in das Gewissens willen. So nicht bloß kriege ich eine nicht Strafe an, wegen weil ich die nicht ungedun sein, aber auch am Gewissen, dass wir uns Gewissen nicht darum verschwinden an dort. Dass wir ungedun sein in der Sparkfall zu uns sein. Und wir sehen aber, dass es eingesagt ist, dass Gott hat eingesagt. Soll wir mit alles matran, wenn sie wahr sein, dass sie gesagt haben, das Ziel ist im Himmel, wenn einer von der anderen prächtig ist, und weil uns das Ziel verrutschen, verstehen, dort soll nicht passieren, wenn nicht. Wie sein das Jesus früh ein, als er will sein Jünger sein, dann sagt er, ja, weil ich will erst noch meinen Vater begraben. Dann sagt Jesus, Leute, dort ihr das begraben, du sollst mir nur fallen. Jesus nur zu fallen, erst nicht mehr ein. Die Bibel sagt, wir sollen Vater mit der Ehren, aber wenn ein Mann verantwortlich ist, ist verantwortlich, was für sich selbst,
Dann soll Jesus nur der Fall der Nummer 1 sein. Das sagt dann noch nicht, dass wir so eine Speichliste der anderen sein. Das sagt er nicht. Aber das sagt nur, dass wir sagen, Jesus ist Nummer 1. Und so wieder, Jesus ist Nummer 1. Und wenn ein Galater redet von, sagt Paulus, wenn irgends wer würde ihn das Evangelium anders bringen, als was wir ihn das gebracht haben. Und wieder, Menschen oder Engel, wie immer das ist, der ist verflucht. So, der erste ist ein Weg, und wir sollen danach in der Spikefall mit Arm gehen. Und ich sollte einmal ein großes Denkpan an Daniel, als er als Jungen gefangen genommen wird mit seiner Freundin, dann will ich keine haben, die sollen von dir eten. Und dort wird aber wort, wo in ihr Glauben oder in ihr Leben, wo die Jüden haben, du gehen wir. Dann sieht er von den Eten, weil er nicht eten. Und Gott kümmert sich durch, dass er andere Eten kriegen kann. Und Gott sehen dort. Dann sagen wir Luther, dann höre ich König Luther wird abstahlen, dass ich andere Männer Ehre lasse. Dort sie sollen ein bisschen König anbeten. Und dann sagen wir durch, er deiden wegen Charakter wieder, sehen Gott anbeten, als er bei dir hört. Und wird er respektlos? Nein, er wird nicht. Aber er wird treu zu sein Gott. Er hat das nicht mehr ein, wie Gott und er jenken dort. Und wie sein das wahre Gott sehen dort. Er lässt sich nicht sein Glauben aufdrehen, er seine Gemeinschaft mit Gott aufdrehen, an dem dort der König nicht anders gesagt hat. Und wie sein das, was mich sehr interessieren hat von ihm, als er dann in der Lesgruppe, oder wie man kann sagen, er nimmt dann den Fall in Absicht, wo er dann überlegt, sein Gott treu zu sein. Als er dann ihr Schlüter und die letzte Dinge am Nisch, als er dann vor dem König kam, was er dann sagen wird. Er hat gleich am respektlos anreden, sagt, ich weiß was, ich wüsste zu Gott, was die Fähre hat, um und nicht an, oder so ein Ding ist dort. Er sagt ihm ganz klar, er kann nicht gegen Gott gesündigt, er kann kein Arach gegen die Jedung. Und er hat dann erst noch sehr respektvoll anreden. Er sagt, der König lebe ewiglich. Er hat den sehr respektvoll anreden, aber er sieht ihn bloß, kriegt dort, wo dann sein Hort bauen wir. Und dort sollen wir uns annehmen, wenn wir Dinge sehen und wir wollen uns vielleicht nicht mehr, aber dort wir nicht machen, ob wir uns unsere Last und unsere Freiheit vorn luten und wir sind auf einmal respektlos gegen andere und so wieder. Lukas 20, Vers 22, Vers 24 nach dem Schluss. Lukas 20, 22, bei 3, 24. Sagt, es ist recht, dass wir den Kaiser den Schoss geben, oder nicht? So, hier käme jemand eine Frage ab, ob das wohl gut sein, wenn sie den Kaiser, oder wie wohl kann sein, die Regierung, den Tag tun sollen, oder nicht? Und Jesus, er aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, was versucht ihr mich? Zeiget mir einen Groschen, was Bild und Überschrift hat er? Sie antworteten und sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, so gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. So, hey, der endet hier klar mir an. Sie werden auf einmal nicht gerichtet, hey, ich meine, sie hören, du willst eine Vorgelegung abstellen von ihm. Aber Jesus, mir kennt das klar. Der Tag soll wir tun, und die Sonne aus dort, und er sagt ganz klar, dort, wo die Regierung gehören wird, dort soll wieder geben. Der gehört der Respekt. Wie soll er entrespekten? Und wenn wir andere Spiegel gegen uns sehen, in den anderen Gedanken, was wir können uns mitnehmen, ist, wenn wir daran denken, dass die Menschen, die sind gleich bekehrt, das sind Säulen, die in aller Ewigkeit existieren waren, und wo wollen die existieren? Wenn ich denen nicht vor dem Evangelium sage. Wenn ich dann erstens der Spiegel gegen die sind, und der Heilig wird gehen, oder mit der Sonne abschauen fahren, wo kann ich an, dann gehören nur euch anbeiden. So war das in meinem Hall, die haben auch eine Säule, was der für einmal was sein, und vielleicht habe ich ihn unerscheidet mir, und würde was sein. Und weil wir dort in uns Leben aber klar holen, das Ziel ist im Himmel, und dass wir uns dort nicht verrecken wollen, luten von irgendwo, aber dass wir dort, wo die Regierung gehört, die Regierung zu geben, und dort, wo Gott gehört, Gott zu geben. Weil wir uns an Gott nehmen, Tim Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen hier vor dir in diesen Samaris. Ich sage dir Dankeschön für den schönen Samaris, was du uns hier gefasst. Ich sage dir Dankeschön, dass wir hier taub kommen und uns in den Wurten entgegen.
in ons te onderhouden. En ik bid dat dit woord wordt chant een zegen zijn en dat we wordt chant ons aan die woord houden en aan die woord gaan. En we zijn dat er komen veel verschillende meningen op over dingen. Maar ik bid dat we weer niet aan het ziel op eenmaal verreden lopen, maar dat we ons weer op die woord gaan en door een houden. En ik bid voor iedereen een, wer hier van jou gekomen is, moest je aan zegenen en aan onleiding geven, wieder verder weg te komen. En ik bid voor de voorraschen. Mames muss die Mutter sein, ihre Verantwortung überleben, auch für die Jugend, dass sie ihre Verantwortung überleben kann, was sie haben in der Kenia. Und dass wir als Gemeinde alle taub werden können, ein Segen sein für die Umgebung und das Evangelium in Ruhe bringen. Dort werde ich in Jesus in dir nun. Amen. Christian Himmel, Nummer 346. Have you found rest and peace within? Far away your load of sin, step from the old life to the new, tell what the Lord has done for you. Oh, tell what he's done for you of his love so strong and true. Oh, tell what he's done, what he's done. Wir haben hier vorher noch was Mathe da, oder zu sein. Okay. Danach soll ein Referent sein, das wird nicht am Bulletin-Buch.
Verse, wo wir uns haben, das ist das Wort von Gott. Das Mana vom Himmel. Da hängt wir an die Daumen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So, wir werden früher wieder noch nachgucken.